Und da sind wir wieder auf dem Hauptmenü. Und zwar primär, weil hier nicht mehr Sandbox steht, sondern Unknown. Und sicherheitshalber wollte ich euch das mal so zeigen. Auch wenn ich den Speicherstand eigentlich noch in einem Backup-Ordner gespeichert habe. Also es dürfte nicht schief gehen. Aber mal gucken. Unknown. Unbekannt. Weitermachen, löschen, abbrechen. Wir können nicht neu starten. Na gut. Aber es ist unsere Welt mit dem Holzzaun und den ganzen Yaks. Jo, schau gut aus. Das war jetzt komisch. Aber na gut. Wir haben sehr viel Holz. Wir haben schnarchende Yaks. Ich denke, diese Folge wird langweilig werden. Das nehme ich mir jetzt ganz hoch und heilig vor. Denn ich will eigentlich nur noch mehr Holz hacken gehen, um hier endlich eine richtige Wand aufzuziehen. Denn ich habe die Yaks zwar ganz gerne in meiner Nähe wegen dem Dünger, aber so nah dann auch wieder nicht. Also wir brauchen Bretter. Wir brauchen richtig, richtig viele Bretter. So, das stapeln wir mal neu. Was brauchten wir noch für die Wände? Seile, oder? Mache ich schon mal zwei. So, genau. Wir brauchen zwei Bretter, ein Seil. Das heißt, wir können das Ganze jetzt schon zweimal bauen. Sehr schön. So, rechte Maustaste zum Bauen. Da, wo Wilson steht, soll eigentlich auch noch einen hin. Nicht ernsthaft, ich kann das nicht zubauen. Was soll der Mumist? Oh, ich höre Wölfe. Oh, das ist gut, dass ich Wölfe höre. Dann werden die Yaks wach und dann prügeln die Wölfe oder ein Yak stirbt. Was ja beides gut wäre. Trotzdem würde ich ganz gerne genau dazwischen. Genau da zwischen. Ah, also. So. Rüstung. Habe ich keine. Das war genau das Falsche. Panik, Panik. Den Speer sollten wir schon mal aufheben. Der andere ist gleich kaputt. Ja, ich höre das, Wilson. Keine Bange. Und wir haben Tag. Die Yaks wachen auf. Sehr gut. Oh. Ich habe das letzte Holz verballert. Das ist nicht gut. Also gut, du kannst auf dem Boden. Die Dinger können weiter hier hin. Und warum ist der eine größer als der andere? Seht ihr das? Klein, groß. Oh, oh. Ja, 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 ja. So. Ihr sollt nicht mich angreifen. Ihr sollt nicht meine Basis zerlegen. Ihr sollt Yaks töten. Na, also. Und so könnte ich die ganze Herde ein wenig von unserer Basis weglocken. So, ich bin trotzdem irritiert, warum die Dinger hier unterschiedlich hoch sind. Aber na gut. So, da. Plupp, plupp, plupp. Die Wölfe sind alle Geschichte. Sehr gut. Ihr könnt ruhig da bleiben. Das sah gerade bedrohlich aus. Ich wollte eigentlich nur den Dünger da haben. Das Fleisch. Eigentlich müssten irgendwo noch Zähne liegen, oder? Ich sehe keinen einzigen Zahn. Das ist komisch. Na gut. Ein weiterer Wolfsangriff überlebt. Die Samen sacken nochmal ein. Geistige Gesundheit sieht gut aus. Also, langweiliger Tag war geplant. Für den langweiligen Tag brauchen wir keine Pitchfork. Wir brauchen... Pickaxe können wir mitnehmen. Wir brauchen kein Seil. Wir brauchen keinen 3% Speer. Den können wir eigentlich mal zerstören. Auch wenn wir es nicht mehr wirklich können. Was für eine Kiste warst du? Du warst die Nicht-Bio-Kiste. Die Bio-Kiste war außerhalb unseres Lagers. Ja. Das werden wir später machen müssen. So, das kann alles da rein. 14 Dünger. Beefalo, ha, so. Ich hätte gerne die goldene Axt in der Hand. Und wir hatten hier hinten ein paar Bäume, die langsam okay sein müssten. Wie du zum Beispiel. Das heißt, die 5 hier hacken wir ab.
pflanzen wir neu hin. Haben wir noch eine Schaufel dabei? Ja, haben wir. Dann nehmen wir auch gleich die Baumstümpfe raus. Dann bauen wir als nächstes eine neue Rüstung. Noch ein paar mehr Holzpalisaden. Und dann müssen wir mal gucken. Eigentlich will ich ja nur Zeit totschlagen, bis Wilsons Bart gewachsen ist, damit wir die Fleischstatue bauen können. Sobald die Fleischstatue da ist, haben wir eigentlich schon wieder gewonnen. Denn ich denke nicht, dass wir zweimal so schnell hintereinander sterben können. Außer wir sind sehr waghalsig. Oder es kommt gleich so viel End hier raus. Das wäre auch nicht so toll. Und wenn wir das dann haben, dann könnten wir anfangen, die Farmen aufzubauen. Genug Dünger haben wir inzwischen. Ja. Und dann müssen wir uns dran machen, Schweine zu finden. Beziehungsweise die Schweinehütten abzureißen und hier neu aufzubauen. Denn ich hätte schon gerne regelmäßigen Zugang zu Pigskins. Vor allem für die Helme. Und das Fleisch wäre auch nicht so schlecht. Denn die Yaks sind immer so ein Problem. Die sind hier immer im Rudel. Und wenn man einen einzigen davon angreift, kommen mal ganz viele. Und dann ist man richtig schnell tot. Ist bei den Schweinen zwar auch so, aber da können wir es besser kontrollieren. Wir können sagen, wir hätten gerne hier eine Schweinehütte und die nächste Schweinehütte erst 3 Kilometer weiter. Denn gibt es nicht so wirklich ein Problem. So, hier alle hier querbeet hin. Du kommst mal mit. Samen können wir da nicht alle für unsere Farmen gebrauchen. Oh, da unten werden die jetzt auch schon groß. Ich sag ja, wird ein sehr langweiliger Tag. Nur Holz hacken. Oh, und die Schmetterlinge sind bald kaputt. Ja. Können wir nicht wirklich viel dran tun? Eine Eisbox bräuchten wir. Was braucht ihr die Eisbox? Bestimmt Gold, oder? Können wir die hier irgendwo sehen? Strawroll. Crockpot. Nö, brauchen wir die Forschungsmaschine für. So, dich nehmen wir noch mit. Und den unten links und unten links von uns. Das müssten die größten gewesen sein hier in der Ecke. Dann haben wir es auch schon wieder Abend. Oh, wir haben es jetzt schon Abend. Aber ja, so weit, so gut. Viele neue Änderungen, aber alles machbar. Also primär, weil wir uns hinter Schweinen und Yaks verstecken. Aber geht halt nicht anders. Obwohl, ich glaube, diese ersten beiden Wellen hätten wir auch so geschafft, wenn wir die einfach angegriffen hätten. Also vorsichtig angegriffen hätten. Jetzt wissen wir, dass man mit... Ey, ich wollte eigentlich das nur aufheben. Jetzt wissen wir, dass wir mit den Schmetterlingsflügeln uns sehr leicht wieder hochheilen können. So, du bitte einmal verbrennen. 1, 2, 3. So. Dann hätte ich jetzt gerne den Hammer und würde gerne die Kiste da hinten zerschlagen. Weil sie außerhalb liegt. So. Ja, das war gerade eine Kiste voller Dünger, Haare, Fleisch und sonst irgendwas. So, Hammer aus der Hand. Da liegen noch Spinnweben. Die können erstmal irgendwo auf dem Boden. So, jetzt hätten wir gerne noch mehr Bretter. So, dann hätten wir gerne eine neue... Ich will jetzt nicht schon wieder eine Kiste bauen, nur um sie dann wieder später umzusetzen. Also baue ich erstmal die Palisade zu Ende. Wie genau wir es eigentlich haben? Was hätte ich gerne hier noch zu Ende und dann da bis zur Straße? Das muss ja gar nicht komplett eingeschlossen sein. Obwohl das schon irre praktisch wäre. Gib mir nochmal die Pitchfork. Mit der Pitchfork konnten wir nicht den Boden ausheben. Konnten wir das mit der Pickaxe? Ich will die Straße hier weg haben. Schaufel? Nö. Das ist nicht so toll. Na gut. Du hast Hunger. Ja, dann isst doch was von dem guten Fleisch. Das wird eh zu schnell schlecht. So, keine Farm. Wir brauchen Seile. Wie viel Gras haben wir noch? 16. Also, okay. Seile. Zack.
Zack. Einmal. Zweimal. So, wir hätten gerne hier eine Wand. Das ist schwer zu sehen. Da eine Wand. Jetzt können wir gerne hier schon den Knick machen. So. Dass wir hier so eine Art Panikroom haben. Wo man nur von einer... Oh, wir können die stapeln. Deswegen waren manche größer als die anderen. Okay. So, das heißt, hier ist jetzt so ein komischer Durchgang. Das sieht so hässlich aus später. So, das können wir so ein bisschen erweitern, bis nach da ganz hinten. Die Jagd können wir vielleicht näher. Ja, also für den Anfang schon mal nicht schlecht. Soll jetzt noch hier bis da gehen, dann bis da, hier wieder die Straße ein bisschen freilassen und dann da wieder rüber. Dass wir noch ein paar Zugänge haben. Okay, hier war die Nicht-Bio-Kiste. Dann kommt hier oben mal die Bio-Kiste hin. Wir brauchen Holz. Ja. 4, 5, 6 Stück. So, wir hätten gerne eine Kiste. Dahin. Du bist Bio-Kiste Nummer 1. Wir hätten gerne eine Kiste. Dahin. Du bist Bio-Kiste Nummer 2. So, Tanzapfen, Federn, Büffelhaare. Alles, was nicht schlecht werden kann und irgendwie bioartig ist. So, du kommst noch mit. Oh, bist du irgendwie noch größer geworden oder kommt mir das nur so vor? Haben wir noch irgendwo irgendwas Bioartiges? Nö, nicht wirklich. Aber die Bretter nehme ich mal mit. So, Spinnweben können auch noch rein. Und ich hätte schwören können, wir hätten mehr Spinnweben gehabt. So, was brauchen wir für die Farm? Ich hätte gern größere Farm. Wir brauchen mehr Gras. Wir könnten bisher 4 Dünger. So, wir könnten jetzt eine Farm bauen. Wo soll die Farm hin? Soll die innerhalb von diesem komischen Gewusel sein oder außerhalb? Innerhalb. Dann haben wir nachts wenigstens was zu tun. Gut. Nee, ich will eine bessere Farm. Wo ist... Warum zum Teufel hast du mir jetzt die 4... Ich habe hier drauf geklickt und dadurch ist das verschwunden oder hatte ich die ganze Zeit noch hier gehabt? Also irgendwas kommt mir echt verquer vor in dieser Version. Nicht ausbuddeln. Also es kam mir gerade so vor, als hätten wir mehr Gas gehabt. Ich habe gesagt, bau eine Farm, aber habe mich verklickt. Und als ich es abgebrochen habe, waren die Ressourcen trotzdem weg. Das wäre schon ein wenig komisch. Aber na gut. Jetzt haben wir alles. Hin zur Forschungsmaschine. Brauchen wir eine Maschine für, oder? Science Machine. Nicht diese komische Science Engine. Das ist doch schon mal gut. Also dahin. Speedy Farm. Speedy Farm. Kann ruhig... Genau dahin, wo der Jack gerade langläuft. Komm schon, geh weg da. Die wollen mich doch alle veräppeln. Verschwinde, du. So. Sehr gut. Das, auf da. Nee. Ich würde dich gerne umbringen. Ich würde dich echt gerne umbringen. Aber, nee, erstmal nicht. So, Holzhacken. Zwischendurch eine Kleinigkeit essen. Sehr gut. So, oh, wir kommen ja gar nicht hinterher. Wir sollten vielleicht gar nicht so viele Bäume immer neu bauen. Außerdem machen wir gleich mal eine kleine Brandrodungsaktion. Naja, wenn wir so viele wie jetzt immer neue anpflanzen, kommen wir mit dem Holzhacken nicht hinterher. Und dann werden die irgendwann wieder klein. Was ja nicht so wirklich schlimm ist, aber mich nervt das irgendwie.